Fahrradstellungen flankiert. Solange sie nicht ausgeschaltet sind, können wir uns nicht in die Nähe wagen. Ja, keine Sorge. Ach, da haben wir im Übrigen die ganzen Raketenleute. So, du bist weg. Hab ich da drüben. Warte mal, da haben wir eine MG-Stellung. So, ja, da haben wir die Fahrradstellung. So, ihr Bazooka-Leute, seid bitte so liebenswürdig und tut eure Pflicht. Und zwar mir zu helfen. Das muss recht nicht. Ich bin zu blöd dafür, um mal zu treffen. So. Du bist weg, du bist weg. Und du bist weg. So, wer geht mir hier auf die Pelle? Ihr drei. Wart einmal. Ey, den Transporthubschrauber, den könnte ich doch glatt mitnehmen. Du hältst es sogar noch aus. Wahnsinn, du bist ja richtig, zäh. Ein neuer Kampfpanzer für uns, aber nö, solange ich noch den Mammutpanzer hier habe, auch dafür, dass der Grotten langsam ist, will ich mich mit dem hier weiter begnügen. Das was? Ich glaube, bei solchen Dialogen, da sollte man am liebsten stehen bleiben und sich nicht bewegen. Jowalski, neue Soldaten, juhu! Dann lauft mir mal schön vor die Flinte. Ich sehe es euch doch schon an. Jetzt muss ich ja noch stehen bleiben. Ach, da haben wir sogar noch unsere Bazooka-Infanterie. Ja, schön, ich möchte ganz gerne hier weiterfahren. Das Gebäude gegenüber vom Damm ist ein Notkraftwerk. Es versorgt die anderen Gebäude in der Gegend. Ach so. Sie können es sich viel leichter machen, wenn Sie es rasch zerstören. Wie soll ich da rüberkommen? Hemmung. Die Satellitenaufklärung von Eva zeigt an, dass es einen Aufzug gibt, der auf der Seite des Damms in das Kraftwerk führt. Das war's, was ich wissen musste. Danke, Lauf. Oh, ein Notübelisten. Warte mal, kann ich dich vernichten, bevor ich zum Kraftwerk gehe? Achso, der wird innen repariert. Na gut, warte, dann nehmen wir Plan B zur Kenntnis. So, gut. Der Berserker-Typ ist jetzt erstmal erledigt. Das freut mich natürlich. Weiter habe ich wenigstens weniger Stress. So. Ach ja, stimmt. Du wirst ja von innen ja repariert. Ja, total vergessen. Hinter mir müsste noch einer gewesen sein. Ich glaube, den habe ich jetzt gerade geplättet. Da ist er platt. Gut. Mammutpanzer, dann repariert du dich mal von alleine wieder. Währenddessen ihr jetzt wieder feuchtfröhlich hier in Richtung euren sicheren Tod rennt. Renne ich jetzt erstmal hier nach unten. Du bist weg und du bist weg. So. Also, wollen wir doch mal eine Runde Dammbesichtigung machen. Ich bin hier vom TÜV und habe festgestellt, der Damm, der ist ziemlich unsicher. Genau wie die ganzen Besatzungsmitglieder hier. Ja, okay, sieht schön aus. Laut der Analyse von Eva steuert die Hauptkontrollstation das große obere Hangartor. Immer eins nach dem anderen, bitte. So, das Türchen zerstören, aber natürlich. Sag mal, gibt's euch nicht. Braucht hier zwei davon. Das Hangar-Tor sollte jetzt offen sein. Ja, das Hangar-Tor, das dürfte schon offen sein, aber ich will natürlich erstmal noch diesen Notobelisten ausschalten und das geht natürlich erst, sobald ich das Kraftwerk erledigt habe. So, du bist weg. Du bist weg.
Denn ohne Strom funktionieren Geräte nicht unbedingt. So, du bist hier. Da geht's gerade irgendetwas. Oh, okay. Danke, dass du den Fahrstuhl für mich nach unten gebracht hast. Recht freundlich. Deswegen kannst du auch drauf gehen. Ups! Moment, hier wollte ich nicht hin. Falscher Weg. Fahrstuhl, nach oben. Ich möchte ganz gerne hinein. Dankeschön. Ich hätte doch lieber die andere Route nehmen sollen. Moment, warte. Ach so, da muss ich hin. ja. Während dessen der Fahrstuhl nach unten fährt, sollte man nicht unbedingt springen. Das könnte durchaus etwas kontraproduktiv auf die Gesundheit sein. Ich glaube, ich habe mal wieder Bock auf eine Grillparty. Lalalala. So, der Offizier ist ja ausgeschaltet, also dürften hier keine weiteren Verstärkungs... warten. So. Es ist doch bestimmt kalt. Warte, ich möchte euch unbedingt ganz gerne mal aufwärmen, wenn ihr nichts dagegen habt. Da ihr nichts dagegen habt, gehe ich mal davon aus, ihr habt garantiert nichts dagegen. So, Fahrstuhl, komm nach unten, öffne die Tür und gestatte mir nach oben zu kommen. So ist fein. Ding dong, ab nach oben. Bling. So. Du möchtest ganz gerne etwas... aufgewärmt werden, aber natürlich. Ein Eindringling, haltet ihn auf! Ein Eindringling? Was? Wo? Was geht da oben vor? Ich weiß nicht, wo hier ein Eindringling ist. Ich glaube, ich gehe mal den Alternativ weg. Autsch! Was fällt dir ein? Oh, du warst es ja gar nicht, sondern das war. Das ist du. Tschüss. So, ja, der Nordobelisten, den nehmen wir ganz gerne mit. Oh, danke für den Fahrstuhl. Fahr ich doch gerne mit. Du hast sogar noch eine krasse Feuerbestattung gekriegt. Freu dich doch drüber. So. Du bist weg. Ihr habt alles gehört. So, Ingenieur, du bist weg. Und ja, warte. Dich muss ich anders zerstören, nämlich so. Super. Das reicht, Herr Morgan. Gute Arbeit. Ohne Kraftwerk ist der Obelisk keine Bedrohung mehr. Na, dann wollen wir uns den Obelisken doch mal ein bisschen näher ansehen. Moment, ich muss das nachladen. So, jetzt können wir wieder feuchtfröhlich hier rangehen. Von wo kam ich? Achso, von da kam ich. Okay. Dann auf zum Obelisken. Das hört sich doch an, als kommt hier Verstärkung. Und ich sollte recht behalten. So, du bist weg, du bist weg. Du bist weg. Und dich kriege ich nicht. Weil ich einfach zu blöd dafür bin, dich zu treffen. Trotz dessen, dass du einfach nur da stehst. So, der Typ dort hinten, der ist wohl so schon weg. Ach ja, hier ging's zurück. So, ich brauche noch ein bisschen Nachschub in Sachen Flammenwerfer-Munition, so schön. 100? Ja, passt. Ich denke, dich behalte ich sogar gleich. Gut, wo ging es gleich nochmal direkt raus? Da. Ich glaube hier, ne? Jo. Hallöchen, Türmchen! Moment. Bevor ich den Obelisten platt mache, will ich erstmal noch meinen Panzer noch schön vorformen.
Da wird zwar jetzt zwar innen drin zwar immer noch repariert, aber nichtsdestotrotz müssen wir weiter vorfahren. Oh, so viel zu der Annahme, er wird innen drin repariert. Na warte. Mach bitte halt eben so platt. Tschüss. Ich dachte, ich müsste erst noch rein. So, drauf. Warum ist das Tor nicht offen? Ey, Betrug! Das Tor sollte doch offen sein. Warum ist das Tor nicht offen? Wer ist dafür verantwortlich? Oder muss ich das hier noch alle erledigen? Nee, glaube ich eigentlich nicht. Das Tor ist zu. Warum ist das Tor zu? Das Tor, welches eigentlich offen sein sollte. So, wir machen mal ein kleines Schabernack-Versteckspiel. Du gehst dorthin, deswegen gehe ich hier wieder zurück. Und ich behalte dich einfach so im Auge. Hallo? Ach so. Okay. Hättet ihr mir eher mal auch gleich sagen können, dass ich hier nur noch zu Fuß ja lang gehen kann. Na schön. Seilbahn kann ich nicht nutzen, weil kaputt. Na schön, müssen wir einfach mal so hier weitergehen. Juhu! Enge Räume, da ist der Flammenwerfer doch wirklich willkommen. So, ihr habt mich schon entdeckt, na sowas. Ich möchte euch zu gerne anfeuern. Und weil es so schön war, kommt gleich die nächsten. Aber immer natürlich. Ihr möchtet gerne eine Zugabe haben, könnt ihr gerne haben. So, Hallöchen, tschüss. Hier geht's nicht weiter. Also muss ich hier unten lang. Ah, was haben wir noch so Feines? Oh, ja. Okay, diese Bahn, die hätte also hier lang gekonnt und wäre dann dort lang gegangen. So, keine Sorge, ihr seid noch alle dran. Hallöchen! Du bist weg. Oh, aber. Moment, Moment, Moment. Dich muss ich so plattwalzen. Denn mit einer Rakete in den Bauch kriegt man leichte Bauchschmerzen. So, da kann ich hier mal ein bisschen Aufräumarbeit leisten. Hier zum Beispiel diesen Offizier, den brauchen wir nicht mehr. Alter, bleibst du mal stehen? Gibt's recht nicht. Frechheit. Bleibt da einfach nicht stehen, sondern bewegt sich sogar noch. Also fällt euch ein. Hier. Ach, du bist jetzt weg. Schön. Soll ich da lang? Nee, eigentlich soll ich doch hier lang, oder? Folge immer auf der Bahn und stell fest, geht's nicht weiter. Na schön, mach mal den dort lang, was soll's. Ich gehe gerne Umwege. Ist es nicht so, dass wir. Eva hat festgestellt, dass es in der Gegend mehrere Maschinen gibt, die über eine einzigartige Strahlungssignatur verfügen. Schalten Sie die drei Maschinen aus. Dadurch wird Nott bei seiner Tiberium-Forschung einen schweren Rückschlag erleiden. Ich empfange hier ein paar merkwürdige Werte, Havok. Tja, ein paar merkwürdige Werte. Vielleicht hängt es mit diesen riesengroßen Tiberienklumpen hier in der Mitte zusammen. So, du bist weg. Die MG-Stellung wird weg. Eva hat berechnet, dass es sich schon einige Zeit hier befindet, aber erst vor kurzem freigelegt wurde. Halten Sie besser Abstand. Es ist voller Tiberium. Keine Sorge, ich muss erstmal hier mich um diese Bazooka-Infanterie kümmern. Was macht dieser Hubschrauber hier drin? Okay, so viel zu der Annahme, ich muss mich um den Bazooka-Typen hier kümmern. Der hat sich ja schon selbst erledigt. Dass dieser Hubschrauber hier nicht durch die Strahlungssignatur stark beeinträchtigt wird, sondern lediglich nur von der MG-Power. Okay, so, du bist weg. Die MG-Stellung kommt weg, das kommt weg und das kommt weg.
Und ihr kommt auch weg. Na, fast ein Doppelkill. So, du bist weg. Hä? War ja noch irgendwas? Ach so, ha. Na komm. So. Ich soll hier noch irgendwo anders lang. Sag mal, wo zum Teufel geht's denn jetzt hier lang? Das wird ja langsam jetzt ein richtiger Komplex. Hier geht's lang, da geht's lang, dort hinten geht's lang. Ich darf hier mehr, den freien Weg mir aussuchen. Eigentlich müsste ich da lang, okay. Vielleicht sind da hinten noch ein paar diverse Goodies. Brauche ich aber jetzt nicht. Ich bin ja sowieso schon bis an die Zähne bewaffnet. Okay, soll da lang gehen. Nichtsdestotrotz will ich noch da lang gehen und mir noch diese schöne Rüstung noch holen. Und diese schöne Rüstung, die wird natürlich von einem unschönen MG-Stellungsgebäude, welches nicht existiert, beschützt. Hallöchen! Na? Oh, cool. Ich kann einfach so die Perspektive wechseln. Warte. Ach so. Aha. Eine sofortige 180-Grad-Wende. Okay. Was man nicht alles so neu findet. Kann man diesen Tiberium-Klumpen vielleicht zerstören? Vielleicht. Ach. Oh, auf dem Radar sehe ich sehr viele rote Punkte. Das bedeutet Party, Party, Party ohne Ende. Na dann kommt mal her! Ich habe richtig Bock dazu, euch alle niederzuknüppeln. Beziehungsweise alle niederzubrennen. Okay, hier wäre eh Ente gewesen. Na schön, dann gehen wir gleich nochmal in diesen kleinen Raum dort rein und amüsieren uns. Und zwar bestens. Was haben wir denn noch so Feines? Außer ein paar Feinden. Richtig, noch mehr Feinde. Nämlich die Hand von Nott. Sie werden weniger Feinde ausschalten müssen, wenn Sie zuerst die Hand von Nott zerstören. Sie erinnern sich doch noch, wo die Hauptkontrollstation ist. Das oh, gerade so. Zu gut. Oh, ich bin ja schon hier. Du Soldat. Du bist weg. Du bist sogar Infanterie. Verziehst dich auch mal. Ich könnte jetzt einen kurzen Prozess machen, indem ich einfach mal die Ionenkanone dorthin hinfeuern lasse. Aber in unmittelbarer Nähe könnte ich auch einen leicht Kollateralschaden abbekommen. Hey. Könnte ich irgendwo anders rein? Soll ich hier lang? Mal sehen. Ein Frachtflugzeug. Ja, schön. Mal sehen. Hab ich hier noch irgendwas? Rüstung. Und das sind Tiberium-Silos. Naja, die können mich mal ganz genüsslich nicht großartig beeindrucken. Also, fahren wir mal nach unten. Jawolski! So, du bist weg. Du bist weg. Juhu! Warte mal, das waren. Achso, hier, diese Schräume, na, da wollte ich nicht unbedingt hin. So. Gut. Wirst du jetzt erledigt und du erledigt. Oh, da haben wir ja einen Koch. Der hat einen Flammenwerfer. Halt! Ja, ich kenne diesen Koch. Beziehungsweise einer dieser Köche, die unbedingt mit einem Flammenwerfer auf uns zustülpen. Da du allerdings ein Zivilist bist, darf ich dich nicht einfach mal so niederknüppeln, wie es mir gerade gefallen würde. Deswegen bereite du ruhig mal das Essen vor, aber ich werde nicht die Hauptspeise sein, also verzieh dich. Oder ich verziehe mich vor dir, das wäre vielleicht besser. So, du bist weg. Du bist weg. Du bist weg. So, war hier. Nee, hier war doch nicht diese Hauptkontrollstation, oder? Die war doch irgendwo anders. Die war, glaube ich, hier. Also hier unten geht es zu den Verhörräumen. Da will ich. Okay, machen wir dorthin. Hoffentlich verfolgt mich dieser Koch jetzt nicht, sobald ich jetzt hier rausgehe.
Und der wartet dann direkt hier auf dem beim Fahrstuhl auf mich. Wäre ein bisschen blöd. Aber da könnte es mir etwas durchaus etwas warmer ums Herz werden. So, du bist weg. Du bist weg. Rüstung, Munition. Oh, sieh an, noch einen zweiten. Interessante Tatsache. Ey, dann hätte ich ja für dieses Gebäude ja schon viel eher hier plattwalzen können. Und hätte mir einfach mehr hier Ersatz geholt. Na gut, Koch. Du stehst natürlich genau hier. Okay, gut. Koch, fahr du runter. Wo zum Teufel war denn jetzt diese Kontrollstation? Die war irgendwo anders. Achso, ich glaube da oben und dann dort hinten rechts runter oder so. Gut, Fahrstuhl, tu deine Pflicht und bring mich nach oben. Nur damit ich dann wieder eine Etage nach unten kann. Ach, jetzt brauche ich auch noch. Hä? Warte mal. Ich komme hier noch gar nicht weiter. Hallo? Vielleicht muss ich erst hier lang. Ach so. Ah, eine kleine Zwischensequenz. Siehst gut aus. Du bist tot. Ups. Also ich hätte diesen General erledigt. So, Nordfrachtflugzeug infiltrieren. Noch nicht. Ich möchte ganz gerne noch hier noch was anderes zerstören. Zum Beispiel hier die Hand von Nord. So, jetzt nehme ich erstmal die Zugangskarte mit. Dankeschön. Immer eins nach dem anderen. Sie wissen ja, wie das geht, Herr Rock. Schalten Sie die Hauptkontrollstation aus, um die Hand von Nord lahmzulegen. Natürlich. Ach so, ich hab's gar nicht gesehen. Alter, wie viele kommen denn hier noch? Hier muss ein Nest sein. Vielleicht wechsle ich doch lieber auf die hier zurück. Gut. Ihr seid alle Geschichte und... Sehr schön. Gute Arbeit, Herr Rock. Das sollte dich ein wenig behindern. Ein wenig behindern? Da ist doch nichts mehr ein wenig zu behindern. Da ist doch schon alles weg. So, ich könnte jetzt zum Frachtflugzeug hin, aber ich glaube... Da hinten gibt es auch noch ein spezielles Ziel, extra für mich. Nämlich die Landebahn. Und dich hau ich einfach mal so um. Dann dich. Und weil es so schön war, auch dich. Also, gehen wir doch mal nach dem rechten nachgucken. Das kannst du mal schön vergessen. Autsch. Ich habe gleich keine Gesundheit mehr. Wenn du nichts dagegen hast. Mendoza. Verdammt! Natürlich, jetzt hat er mich erwischt. Du Penner! Und da ich natürlich jetzt nicht zwischenzeitlich gespeichert habe, darf ich jetzt diesen ganzen Mist nochmal machen. Warte, da schneide ich mal rein. Tja, und die Moral der Geschichte, speichere immer ab, du Wicht. Also machen wir einfach hier da weiter, wo wir vor uns unterbrochen wurden. Ich habe erstmal andere Sorgen. Ich muss erstmal diesen Mendoza-Typen erstmal irgendwie ausweichen und dann nebenbei erwähnt nochmal diesen Typen hier platt machen. So, du bist endlich weg. Schön.
Ich komme schon noch zu dir. Ich will aber erstmal noch mal schnell hier hin. Denn das ist für mich ein passendes Bonusziel. Wenn nicht, dann mache ich es einfach so kaputt, weil ich gerade Spaß dran habe. Deswegen, Mendoza, keine Sorge, wir werden noch miteinander rumspielen können. Also, nicht falsch verstehen. So, was war das jetzt? Territäres Ziel, nämlich, na komm. Zip. Landebahn, juhu! Na gut. Und weil es so schön wird, zerstören wir noch diesen Hubschrauber. So, und jetzt auf zum Frachtflugzeug und die nächste Session begutachten. Und dann sehen wir uns quasi im nächsten Part wieder. Also, bis dahin. Bevor fertig schon mal, auf Wiedertschüss. Tschüss.